Ja, hallo ihr Lieben. Heute nicht aus den Gemeinderäumen, sondern aus meinem Büro halte ich heute diese Predigt für euch. Das Thema dieser Predigt, beziehungsweise die Predigt selber, war sehr, sehr, oder, ja, war sehr, sehr herausfordernd für mich. War sehr umkämpft. Und ja, das Thema heißt Sexualität in Gottes Ordnung. Und das Thema dieser Predigt ist mir schon, ja, liegt mir schon sehr, sehr lange auf dem Herzen. Und ich habe mich aber nie wirklich dran getraut. Und wahrscheinlich, oder beziehungsweise gerade weil ich wahrscheinlich selber viele, viele Jahre damit gekämpft habe. Aber so in der letzten Zeit ist mir, ja, bin ich immer wieder mit dem Thema in Berührung gekommen und bin immer wieder damit konfrontiert geworden. Und deswegen wusste ich jetzt, ja, jetzt ist es die Zeit, dass ich das mal angehe. Ich glaube auch, wir haben in der Gemeinde selber noch nie drüber gepredigt, wenn mich alles täuscht. Ich weiß es nicht genau. Aber soviel ich weiß, ist da noch nie drüber gepredigt worden. Und ja, deswegen habe ich mir das wirklich zur Aufgabe gemacht, das mal anzuschneiden. Also es ist wirklich nur anzuschneiden, weil es ist so vielschichtig, dieses Thema. Und man kann es eigentlich in einer Predigt gar nicht alles, ja, alles reinpacken. Und bevor du jetzt denkst, das Thema, das ist doch eigentlich gar nichts für mich, ja, dann lass dir gesagt sein, doch, weil das Thema geht jedem von uns etwas an. Egal, ob wir jung sind oder alt sind, egal, ob Männlein oder Weiblein, egal, ob verheiratet oder Single, egal, ob wir Familienväter oder Mütter sind oder auch nicht, ja. Und ich will auch mit dieser Predigt wirklich überhaupt nichts an den Pranger stellen, ja, weil ich selber weiß, wie schnell man hier in Verdammnis fällt und wenn man das auch wenn man es gar nicht möchte. Ja. Mir geht es bei dem Thema vielmehr darum, ja, zu zeigen, dass Gott trotzdem einen guten Plan hat und dass es Gottes Ordnungen gibt für dieses Thema. Und darum geht es mir. Und ich glaube auch, das Thema ist viel, viel weiter als das, was wir meistens damit in Verbindung bringen. Ja. In Verbindung bringen wir, wahrscheinlich fällt jedem ein, wenn es um Sexualität geht oder sexuelle Reinheit geht, fällt einem das Thema Pornografie ein. Ja, das ist ein großer Aspekt dieses Themas und ich möchte darauf eingehen, aber es ist eben bei Weitem nicht alles. Ja. Und ich werde es auch gar nicht alles im Rahmen meiner Predigt ansprechen können, weil es wirklich so vielschichtig ist. Und was mir wichtig ist, dass wir eben bei diesem Thema ja, brauchen wir einen klaren Standpunkt? Brauchen wir wirklich ein festes Fundament, wo wir sagen, das ist es, das sind Gottes Ordnungen und darüber hinaus gibt es eben nichts. Ja. Und wir haben die Verpflichtung auch, ja, für unsere nächsten Generationen, egal wie gesagt, ob wir Väter sind oder Mütter sind oder eben nicht, wenn wir in einer Gemeinde sind, haben wir die Verantwortung, wirklich für unsere nachfolgenden Generationen einzustehen. Denn das, was auf die noch einprasseln wird, ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen, was da noch kommt. Ja, meiner Meinung nach gibt es wenig Sachverhalte, die der Feind über die Jahrhunderte jetzt hinweg dermaßen torpediert, aber auch pervertiert hat wie Sexualität. Sexualität ist, wir wissen es alle, ist nicht gedacht für Gleichgeschlechtliche. Sexualität ist nicht gedacht für sonstige Geschlechter, Transgender, was es da alles gibt. Ja. Es ist auch nicht gedacht zum Ausprobieren, ja, wenn ich jetzt eine Freundin habe oder einen Freund habe. Sexualität ist auch nicht gedacht für Kinder, egal welchen Alters, sie zu ermutigen, sich doch selber auszuprobieren, um herauszufinden, welches Geschlecht sie denn sind. Oder zu welchem Geschlecht sie denn irgendwann mal sich hingezogen fühlen. Ja. Auch das ist Sexualität nicht. Nein, Gott hat dem Thema Sexualität bewusst einen geschützten Raum gegeben. Und das ist die Ehe zwischen Mann und Frau. Ja. Wir lesen es ganz am Anfang der Bibel im 1. Mose 2,24, da heißt es: Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. In der Hoffnung für alle steht: Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau. Ich finde das echt gut, ja. Ein Fleisch klingt immer mal komisch. Er verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind, mit Leib und Seele. Heißt es da, ja.
Also die Sexualität, sie soll was ganz Besonderes sein. Und sie soll auch viel mehr sein als wirklich nur dieser Akt an sich. Ja. Gott hat es als etwas Wunderbares gedacht und der Feind hat jedoch so was Abartiges draus gemacht. Ja. Wir können uns das gar nicht vorstellen, was da alles ja, auf diesem Feld der Sexualität wirklich kreucht und fleucht. Und ich glaube, es gibt wenige Schlachtfelder in der Gemeinde, auf der Welt, die so umkämpft sind wie das Gebiet der Sexualität. Und ich denke auch, dass diese Predigt wirklich dazu der Stück weit das zeigt, wie umkämpft dieses Ganze ist und was es da, ja, wie krank das System des Feindes einfach ist. Wir lesen in Offenbarung 2,20, das ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Thyatira. Da lesen wir, beziehungsweise im Vers 19 fangen wir schon an. Ich sehe alles, was du tust. Und ich weiß, mit welcher Liebe du mir dienst und mit welcher Treue du am Glauben festhältst. Ich kenne deinen Dienst für andere und deine Standhaftigkeit. Und heute setzt du dich noch mehr ein als früher. Also diese Gemeinde, die wird gelobt, ja. Mit welcher Liebe sie dem Herrn dient, ja, mit welcher Treue sie am Glauben festhält und welchen Dienst sie für andere tut, ja, die Standhaftigkeit und dass es quasi jetzt noch mehr ist, als es früher gemacht hat. Ja, also diese Gemeinde wird wirklich herausgehoben und wird gesagt, wow, du machst vieles richtig, du machst vieles gut. Aber in Vers 20 heißt es dann, aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Hier habe ich nochmal die Hoffnung für alle mit daneben geschrieben. Da heißt es dann, trotzdem habe ich etwas an dir auszusetzen. Du unternimmst nichts gegen Isabel, die sich als Prophetin ausgibt. Durch ihre Lehre verführt sie die Menschen, die mir dienen, zu sexueller Unmoral untermundet sie ohne Bedenken das Fleisch der Götzenopfer zu essen. Also das steht in der Hoffnung für alle. Ja, ich glaube, dieses Thema Unzucht, wir finden ja zum Beispiel nie Sex vor der Ehe als Begriff. Ja. Das heißt immer Unzucht. Ja. Und Unzucht beschreibt im Endeffekt alles, was mit sexueller Unmoral zu tun hat, beziehungsweise was mit außerehelichem Geschlechtsverkehr zu tun hat. Das ist Unzucht. Ja. Das griechische Pornera steht dafür. Und ja, diese Isabel, dieser Geist der Isabel, verführt die Knechte des Herrn, also die Gemeinde, zu sexueller Unzucht. Ja. Ich denke, wir haben schon oft von dem Geist der Isabel gehört und für manche ist es ja, sind es in der Regel meistens wieder Frauen zugeschoben, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, zugeschoben, die manipulierend sein sollen, die sich gerne in den Vordergrund drängen, die sich nicht unterordnen können. Alles ja quasi in die Anspielung an die Frau des Königs Ahab, ja, die Königin Isabel. Ich habe in der Predigt gehört und ist für mich auch sehr einleuchtend, weil ich eben dann auch diesen Satz gelesen habe oder diese Bibelstelle in Offenbarung 2. Da heißt es, es gibt wirklich einen Geist der Isabel und dieser Geist der Isabel ist eine geistliche Macht, ja, der die Gemeinde Jesu, also auch uns, unter einem ständigen Dauerbeschuss hält. Mit was? Es ist einmal mit einer falschen Lehre, also quasi mit Irrlehre. Es ist zweitens diese Verführung zur sexuellen Unmoral. Und es ist drittens Götzenopfer zu essen. Ja? Das sind diese drei Punkte, die hier quasi dieser geistlichen Macht zugerechnet werden. Und mir geht es jetzt nicht um die Punkte falsche Lehre oder Irrlehre und Götzenopfer, sondern mir geht es jetzt wirklich heute um dieses Thema sexuelle Unmoral. Ja, und wir sehen hier, dass dieser Geist der Isabel wirklich die Gemeinde Jesu überschwemmt, ja, sie davon abhält, wirklich rein zu leben, sondern er verführt sie mit sexueller Unmoral. Und ja, es gibt diesen Geist der Unreinheit, ja, wie man auch ganz sagt, ja, der die ganze Welt wirklich überflutet mit diesem ganzen sexuellen Schund, den es da gibt, ja. Aber dieser Geist der Isabel, ich glaube, diese beiden gehen irgendwo Hand in Hand, der Geist der Isabel hat es speziell auf uns abgesehen, ja, auf uns als Gemeinde, weil es da heißt, meine Knechte werden verführt von der Isabel. Ja. Sein Ziel ist es wirklich, diese Gemeinde Jesu
in eine sexuelle Unreinheit zu führen. Ja? Sexualität nicht mehr als das zu sehen für das, was es Gott wirklich geschaffen hat. Und ich glaube, da, wo der Heilige Geist die Herrschaft von Jesus nicht aufrichten darf, in Familien, in der Gemeinde, wo seine göttlichen Ordnungen nicht aufrichten darf. Ich glaube, da wird sich der Trend, den wir in der Welt sehen, auch in christlichen Familien und auch in der Gemeinde fortsetzen. Ja, es wird Überhand nehmen, der Geist der Unreinheit wird Tür und Tor offen haben, dass er eindringen kann. Das heißt, wir müssen, und das ist so wichtig, wir müssen mit dem Heiligen Geist kooperieren und auch vielleicht eventuell schleichende Untergrabungen, die dabei, es ist ja nicht offensichtlich, es ist viel so subtil, zu entlarven, und wir dürfen keine Kompromisse eingehen. Das ist so wichtig. Ja? Kompromisslosigkeit, das hat nichts mit Härte zu tun oder mit Ablehnung zu tun, aber wir müssen klar sein, wir müssen wirklich diese Kompromisse, dürfen wir nicht eingehen. Ja? Der Heilige Geist ist derjenige, der die völlige Kontrolle über unser Leben haben darf und haben muss. Die Claudia hat letzte Woche gesagt in ihrer Predigt über das Blut Jesu, dass Satan ja nur in diese Welt gekommen ist, um zu zerstören, ja, um die Menschheit mit sich in den Abgrund zu reißen. Und wenn wir uns das Ausmaß dieser sexuellen Perversion wirklich anschauen, und wie gesagt, ich kann nur einen Bruchteil anreißen, dann muss man sagen, dass er im Moment leider einen guten Job macht. Und nicht nur im Moment, ja. Wenn wir die Bibel lesen von vorne bis hinten und insbesondere im Alten Testament, wir lesen von Prostitution, wir lesen von außerehelichem Sex, wir lesen von Homosexualität, wir lesen selbst von Vergewaltigungen, die da beschrieben werden, und wir lesen auch, dass Engelswesen Sex mit Frauen hatten. Also ja, wie gesagt, diese ganze Abartigkeit steht alles in der Bibel, und ich habe mich schon oft gefragt, warum hat Gott das alles aufschreiben lassen? Warum hat er das einfach weggelassen und gesagt hat, nee, also in meinem Wort, das heilig ist, stehen solche Sachen nicht drin. Und so richtig zufrieden die Antwort habe ich nicht. Ich persönlich denke einfach, dass Gott in seinem Wort das heilig ist, aber trotzdem nichts beschönigen wollte. Er wollte nichts beschönigen, und er wollte die gefallene Welt auch ein Stück weit so darstellen, wie sie tatsächlich ist. Ja, sie ist durchweg verdorben, und sie ist durchweg böse. Und deswegen musste Jesus auf diese Welt kommen, damit wir trotz all dieser Bosheit dennoch noch zu Gott kommen können. Und ja, er wird nochmal kommen, und dann wird er diesen Fürst dieser Welt, den Satan, ein für alle Mal in seine Schranken weisen. Und wir wissen es alle, das ist der Tag, worauf wir hinfiebern. Aber im Moment leben wir noch hier. Ja? Und die Welt ist böse, die Welt ist verdorben. Aber wir haben Jesus, wir haben den Heiligen Geist, und wir wissen, was gut und was schlecht ist. Im 1. Petrus steht im Kapitel 2, Vers 11, da warnt uns der Apostel Petrus davor, vor den fleischlichen Begierden. Ja, da heißt es im Vers 11b, enthaltet euch den fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Wörtlich steht hier, die fleischlichen Begierden, sie führen Krieg gegen unsere Seele. Und die fleischlichen Begierden, ja, es ist viel, viel mehr als natürlich nur das Thema Sexualität, da gehört viel mehr dazu. Aber es ist eben auch das Thema Sexualität, was damit reinspielt, also unreine Sexualität. Ja. Also diese fleischlichen Begierden, sie führen Krieg gegen unsere Seele. Und ich war selber noch nicht im Krieg, aber ich war zumindest in der Bundeswehr, und jeder weiß, im Krieg gibt es nur Töten und getötet werden. Also entweder ich töte oder ich werde getötet. Ja, und wenn wir uns im Krieg befinden mit sexueller Unmoral, dann müssen wir sie töten. Ja, sonst tötet sie uns. Es darf da keine Kompromisse geben, sonst macht sie uns wirklich kaputt. Ich habe da auch ans Volk Israel denken müssen. Ja, wie oft hat Gott zu ihnen gesagt gehabt, wenn ihr Kriege führt, verschont eure Gegner nicht. Tötet jeden, egal ob Mann, Frau oder Kind. Es ist hart und es ist heftig, ja, wenn ich überlege, dass der Herr das verlangt hat von seinem Volk. Aber warum hat er es gemacht? Er hat es gemacht, weil sonst die Gefahr besteht, dass sich das Volk Israel, ja, quasi mit seinem Gegner arrangiert, ja, vielleicht auch sogar Agreements eingeht, was auch immer, sich mit ihm vermischt.
Deswegen hat der Herr so oft gesagt gehabt, macht es nicht. Ja, nimmt keine Gefangenen. Aber wie oft ist es, ja, wie oft lesen wir das in der Bibel, wie oft hat es das Volk doch gemacht? Ja, weil sie dachten, wir wissen es doch besser. Und wie oft ist es dann passiert, dass das Volk daraus riesige Probleme bekommen hat? Und so ist es eben auch mit unseren fleischlichen Begierden. Ja. Wir dürfen keine Gefangenen machen. Ja, egal, ob das jetzt sexuelle Unmoral ist oder andere fleischliche Begierden. Ja. Wir dürfen keine Gefangenen machen. Ja, wir müssen diese mit der Hilfe des Heiligen Geistes einfach, das heißt einfach, wir müssen sie töten, ja, sodass wir davon nicht verseucht werden. Es klingt hart und es ist grausam irgendwie, aber nur das hält uns wirklich am geistlichen Leben. Ansonsten werden wir geistlich sterben. Passend dazu auch, im 1. Korinther 6,18 heißt es dann, flieht der Unzucht. Also wie gesagt, diese Unzucht nochmal ist der Überbegriff für alle sexuelle Unmoral. Also flieht der Unzucht, heißt es da, denn jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, der sündigt an seinem eigenen Leib. Und da heißt es dann flieht. Ja, also wie gesagt, entweder wir töten oder wir fliehen. Manchmal muss man vielleicht im Krieg auch mal den Rückzug antreten, dann ja, Flucht nach vorne. Aber auf jeden Fall nichts damit zu tun haben. Wir dürfen mit diesen Dingen nichts zu tun haben. Ja. Ich möchte euch jetzt mal ein paar Zahlen einfach mitgeben und es ist nicht viel, es ist ein bisschen was, aber ich möchte euch einfach mal zeigen, was da, ja, was auf diesem Gebiet alles, ja, oft in der Welt wirklich los ist. Und ich möchte euch das nicht bringen, um uns zu entmutigen, oder um euch zu entmutigen. Ich muss sagen, ja, es hat mich zum Teil, wie ich recherchiert habe, es hat mich geschockt und ich war, ja, also es war heftig. Wie gesagt, ich bin nur ein bisschen was von dem, was ich alles gelesen habe. Aber es ist einfach, um uns sensibel zu machen, wirklich für dieses Thema. Der erste Punkt ist, es war, glaube ich, 2019, dass ca. 25% aller Suchanfragen im Internet sich um Pornografie drehen. Es sind ca. 68 Millionen Suchanfragen pro Tag. Ein zweiter Punkt ist, dass in den USA alle 39 Minuten ein neuer Porno gedreht wird. Nur in den USA. Alle 39 Minuten. Wenn man sich das aufs Jahr hochrechnet, es ist eine unvorstellbare Zahl. Und der Umsatz dieser Industrie erzielt oder übersteigt den Umsatz von Hollywood um ein Vielfaches. Ebenfalls im Jahr 2019 wurden auf einer öffentlich zugänglichen Pornoseite, ich werde den Namen nicht nennen, 1,36 Millionen Stunden pornografisches Material hochgeladen. 1,36 Millionen Stunden. Ja, wenn man das hochrechnet, das Jahr hat 8.760 Stunden, egal ob jetzt mit oder ohne Schaltjahr. Also 8.760 Stunden hat ein Jahr. Das heißt, um sich alles anzuschauen, was in einem Jahr auf dieser Seite hochgeladen worden ist, würde man 155 Jahre brauchen. Ja, gesagt, das ist ja nicht nur, das war 2019, es wird in jedem Jahr ja wahrscheinlich mehr und mehr hochgeladen. Ich gesagt, ein Jahr von diesen Uploads sind 155 Jahre Filmvergnügen in Anführungszeichen. Für mich sehr erschreckend war, weil unser Großer bald in das Alter kommt, dass Kinder mittlerweile im Schnitt 11 Jahre alt sind, wenn sie ihren ersten Porno schauen. Und 94% sehen auf jeden Fall ihren ersten Porno vor Beendigung des 14. Lebensjahres. Also das ist, wie gesagt, wie ich 11 Jahre alt war, ich wusste mal, wie man sowas schreibt. Ich wusste mal, dass es sowas gibt. Also es ist heftig. Pro Sekunde werden online, circa, also weltweit, haben ca. 30.000 Clips mit pornografischem Inhalt angesehen. Pro Sekunde 30.000 Clips.
Nächster Punkt ist kinderpornografische Seiten. Sie verzeichnen ca. 300.000 bis 400.000 Klicks pro Tag. Und 80% der Opfer von Pädophilen sind jünger als 10 Jahre. Und ich erspare euch jetzt auch die Prozentzahlen für die Opfer, die jünger als 5 oder sogar jünger als 2 Jahre sind. Im Jahr 2014 schätzt man oder hat man geschätzt, dass es ca. 700.000 Prostituierte in Europa gibt. Ich gehe davon aus, dass die Dunkelziffer um ein Vielfaches höher ist. Aber in Europa haben ca. 700.000 Prostituierte gearbeitet, die täglich bis zu 3 Millionen Männer bedient haben, in Anführungszeichen. Letzter Punkt, die Scheidungsquote in Deutschland betrug im Jahr 2005 zum Beispiel 52%. Das heißt, mehr als jede zweite Ehe wurde geschieden. Im Jahr 2020 lag sie immerhin nur noch in Anführungszeichen bei 39%. Das heißt aber trotzdem, 4 von 10 Ehen werden geschieden. Ja, ihr seht, das ist heftig. Und wenn ich vorhin von einer Überschwemmung gesprochen habe, ich könnte immer so weitermachen. Ja, es gibt endlose Statistiken, endlose Beispiele, endlose Berichte im Internet über dieses Thema. Und eigentlich reicht es Überschwemmung. Das Wort Überschwemmung reicht eigentlich gar nicht, denn was da wirklich los ist, es ist ein Tsunami, der da auf die Welt losgelassen wird, der alles verschlingt. Der alles verschlingt, was sich nicht in Sicherheit gebracht hat. Ja. Aber wie gesagt, uns soll uns das wirklich nicht entmutigen. Und ich warte nicht auf dich zum Hang gesagt habe, Herr, komm bald, weil es kann doch echt nicht wahr sein. Aber nee. Der Herr will uns nicht entmutigen. Und der Herr will uns sowieso nicht entmutigen. Und der Feind darf uns nicht entmutigen, so wollte ich sagen. Ja. Das waren jetzt Beispiele, ja, aus der Welt. Ja, denken vielleicht, boah, in christlichen Kreisen, Pornografie. Nee. Ja. Leider nein. Ich habe auch eine Umfrage auch wieder in den USA gefunden, wo es rein nur um christliche Kreise geht. Ja, ich weiß jetzt nicht, welchen Background die haben, aber es wurde von christlichen Kreisen gesprochen. Und da heißt das 36%, das war jetzt eine Befragung unter Männern, der 18- bis 30-Jährigen sich täglich Pornoseiten anschauen. 77% tun es immerhin einmal im Monat und knapp ein Drittel davon gab an, dass sie quasi pornosüchtig sind. Bei älteren Männern, also quasi über 30, sind es knapp zwei Drittel, die sich einmal im Monat pornografisches Material anschauen und immerhin auch 18%, die sich für süchtig halten. Heftig auch 57% der Pastoren und 64% der Jugendpastoren gaben an, regelmäßig Pornos zu schauen. Und nur 1% oder weniger als 1% davon hat es ihrer Gemeinde gebeichtet. Ja, ihr seht, mit wie viel Scham, mit wie viel, ja, Verdammnis hier auch der Feind wahrscheinlich die Menschen überschüttet und sie niederdrückt, ja, weil es hat keiner quasi den Mumm, sowas seiner Gemeinde zu beichten. Insbesondere, weil auch in der Befragung stand, dass quasi viele der Meinung sind, die Menschen gehören weg, die sowas machen. Klar, man muss das differenziert betrachten. Klar kann ein Pastor, der pornosüchtig ist und darin lebt und davon nicht frei wird, sehe ich es als schwierig an, das wirklich dann seinen Dienst auszuüben, aber ihn quasi gleich abzusägen. Also gesagt, das ist immer so eine Symbiose, ne? Also gesagt, wie gehe ich damit um? Wenn ich den Mumm endlich habe, zu beichten, ich habe da Probleme und ich bin süchtig nach Pornos,
Werde ich dann auch von meinem Gegenüber verdammt? Ja, das macht es natürlich dann schwierig, wie ich damit umgehen kann. Ja. 70% der Jugendpastoren gaben an, dass innerhalb eines Jahres mindestens ein Jugendlicher bei ihnen aufgeschlagen ist, der Hilfe gesucht hat, weil er Pornografie in seinem Leben als Problem sieht. Ja. Wie gesagt, ich kann diesen Hintergrund, den geistigen Hintergrund dieser Männer nicht beurteilen. Und ich will es auch überhaupt nicht. Fakt ist, dass mit Sicherheit jede Gemeinde, und ich bin davon überzeugt, auch wir bei uns in der Gemeinde mit dieser Seuche zu kämpfen haben. Eben, wie ich es vorhin gesagt habe, weil es eine geistliche Macht ist, die dahinter steht. Weil diese geistliche Macht die Gemeinde da wirklich durchseuchen möchte. Und wie ich eingangs erwähnt habe, das betrifft nicht nur Männer. Auch Frauen sind hier auf dem Vormarsch, in Anführungszeichen. Und nur weil vielleicht nicht drüber gesprochen wird oder weil man denkt, Frauen haben damit kein Problem, ist es nicht so, dass dieses Problem nicht existent ist. Ja? Eine andere Umfrage vom gleichen Institut, es hat ergeben, dass 33% der unter 25-jährigen Frauen, also egal jetzt ob christlich oder nicht, mindestens einmal im Monat nach pornografischen Inhalten sucht. Also 33% der unter 25-Jährigen suchen nach pornografischen Inhalten im Internet. Frauen, wohlgemerkt. Und 87% von der christlichen Frauen, die da befragt wurden, gaben an, dass sie schon mindestens einmal Pornos konsumiert haben. Ja. Es waren jetzt Statistiken aus den USA, aber wir wissen alle, wenn es nicht schon längst da ist, wovon ich überzeugt bin, dass es irgendwann nach Europa rüberschwappt, was in den USA begonnen hat. Ja, das ist bei so vielen Sachen der Fall. Und die Folgen, und ich will da gar nicht mehr drauf eingehen, die Folgen von dem ganzen Müll, also ich kriege das jetzt in Anführungszeichen nur die Pornosucht, kann sein, ja, sexuelle Unerregung. Es kann sein mangelndes Interesse am Partner. Es kann sein Beziehungsunfähigkeit. Es kann sein Vertrauensverlust, weil diese Dinge immer heimlich passieren. Es wird immer heimlich konsumiert. Es wird immer heimlich irgendetwas gemacht, wovon der Partner, also wenn ich verheiratet bin, nichts mitbekommt. Ja? Es kann münden im Ehebruch und im schlimmsten Fall in der Scheidung. Ja? Und ganz zu schweigen von den geistlichen Problemen, die wir da bekommen, ja, die wir haben, wenn wir uns diesen dämonischen Mächten öffnen. Weil, wie ich es vorhin gesagt habe, 1%, nur ein oder weniger als 1% dieser Pastoren und Jugendpastoren, die damit ein Problem haben, konnten es auch wirklich ihrer Gemeinde beichten. Also, ich glaube, es gibt wenig Sünden, die so in Verdammnis führen, wie das Thema sexuelle Unreinheit. Und der Weg zurück ist natürlich immer offen. Ja? Durch Jesus haben wir immer die Möglichkeit, zurückzukommen. Aber es wird schwerer und es wird schwerer, je tiefer man sich in diese Abhängigkeiten verstrickt. Ja? Es wird immer schwerer aus diesem Sumpf. Und es ist wirklich ein Sumpf, der uns versucht, wirklich runterzuziehen und irgendwann nicht mehr loslässt, wie so ein Treibsand. Es wird immer schwerer, davon rauszukommen. Ja, vielleicht denken jetzt manche von euch, pff, wie kann ich denn dann überhaupt noch rein leben? Bei all dem, was da auf uns einströmt, und wie gesagt, wir werden ja tagtäglich auch, selbst wenn ich nicht nach pornografischen Inhalten suche, ich werde ja tagtäglich mit diesem Müll wirklich überhäuft, selbst wenn ich es gar nicht möchte. Ja? Allein dieser Slogan Sex sells. Ja? Überall und egal in welchem Medium, egal ob das Internet ist, ob das Radio ist, Fernsehen, Printmedium, was auch immer, werden Dinge sexualisiert. Ja, das ist wirklich abartig. Ja. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht nicht darum, dass wir jetzt den Kopf in den Sand stecken und sagen, ich ergebe mich meinem Schicksal quasi. Nee, darum geht es nicht, weil wir haben eine Wahl. Wir haben eine Wahl, uns entweder vom Bösen überwinden zu lassen oder das Böse mit dem Guten zu überwinden. Und unsere Aufgabe als
Als Einzelner, aber auch als Gemeinde ist es, will ich hier einen Unterschied zu machen. Einen Unterschied zu machen zur Welt. Wir sollen Licht sein, ja? Wir wollen jedem Menschen, egal ob der, keine Ahnung, ob er pornosüchtig ist, ob er homosexuell ist, ob er Transgender ist oder Transvestit oder sonst irgendwas. Ja, gesagt, es gibt ja so viele ja, Dinge, die uns Menschen in Abhängigkeit verstricken wollen und können. Wir wollen jedem Menschen in Liebe begegnen. Und das möchte ich hier ganz klar betonen. Gott verurteilt keinen Menschen. Ja. Gott verurteilt keinen Menschen, der homosexuell ist. Gott verurteilt keinen Menschen, der von sich aus denkt, er ist Transgender. Ja. Sondern Gott verurteilt die Sünde. Und da ist keiner besser oder schlechter. Ja. Dumm daherreden, lästern, zornig sein, lügen, stehlen, was weiß ich, ist genauso schlimm wie Sex vor der Ehe, wie Pornosucht oder die Homosexualität. Es gibt da kein besser oder schlechter. Jede Sünde hier trennt mich von Gott. Ja? Und deswegen, Gott liebt jeden Menschen. Und Gott möchte auch, dass jeder die Vergebung der Sünden erlangt. Und weil Gott so handelt und weil Gott es so sieht, ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, ja, dass wir jeden Menschen mit den Augen Gottes wirklich betrachten. Und ja, wir sprechen Sünde klar an, aber wir verurteilen keinen Menschen, der in Sünde lebt und frei werden möchte. Das ist wirklich ein großer Unterschied. Wir verurteilen keinen Menschen, der homosexuell ist. Wir verurteilen keinen Menschen, der pornosüchtig ist. Ja. Wenn er frei werden möchte, Halleluja. Das wollte ich nur mal klarstellen, ja, weil oft das heißt es oft, die Christen, ja, verurteilen die Homosexuellen, die Schwulen, die Lesben, wen auch immer. Nein, wenn wir nach Gottes Wort und nach Gottes Maßstab leben, verurteilen wir diese Menschen nicht. Wir verurteilen die Sünde, genauso wie jede andere Sünde. Aber wir verurteilen nicht den Menschen, sondern wir lieben diese Menschen. In Titus 2 steht in den Versen 11 und 12, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie, also diese Gnade, nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden, hier haben wir die Begierden, verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Also Gottes Gnade ist in der Person Jesu für alle Menschen erschienen. Und nicht nur für ein paar Auserwählte, sondern für alle. Und die Gnade Gottes, sie ist wirklich heilbringend für alle Menschen. Und sie befähigt uns, ja wirklich in der Person des Heiligen Geistes, sie befähigt uns dazu, den weltlichen Begierden, eben unter anderem dieser sexuellen Unmoral, wirklich abzuschwören, abzusagen. Ja. Der Heilige Geist, er ist der Geist der Gnade und er weist uns, wirklich diesen Begierden standzuhalten, ja, diesen Verlockungen in Anführungszeichen standzuhalten. Und wörtlich steht hier für das in Zucht nehmen, die Gnade trainiert uns. Sie trainiert uns. Und jeder, der Sport macht oder schon mal Sport gemacht hat, weiß, dass das Training nicht immer schön ist. Ja. Oft muss man da seinen inneren Schweinehund überwinden, nicht nur einmal, manchmal auch öfter. Man muss ans Limit gehen und ist wirklich ja echt echt am Limit. Ja. Das Resultat ist aber aus dem Ganzen, wenn man darüber hinaus ist, wenn man es geschafft hat, ist, dass man besser ist, dass man schneller ist, dass man stärker ist, ausdauernder, präziser, je nachdem halt welchen Sport ich mache. Ja, also ich werde besser, durch Training werde ich besser. Und so ist es in unserem geistlichen Leben auch, nur dass wir eben nicht nur keine Ahnung, zweimal oder dreimal die Woche trainieren, sondern wir trainieren 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Also die Gnade nimmt uns ins Training, dass wir wirklich diesen fleischlichen, diesen weltlichen Begierden widerstehen können. Und wenn ich wirklich frei werden will, dann gibt es nur einen, der mich frei machen kann. Steht im Johannes 8, 36. Wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei, heißt da.
Ich möchte jetzt kurz von mir erzählen. Ich habe es mir lange überlegt, ob ich es mache. Weil es natürlich, es ist was Persönliches, aber ich möchte einfach zeigen, dass es, ja, dass es wirklich möglich ist, frei zu werden. Und ich habe jahrelang mit dem Thema Pornografie und Selbstbefriedigung gekämpft. Es hat bei mir angefangen im Alter von, ich weiß es nur genau, 13 oder 14 war ich. Und ich wusste am Anfang eigentlich gar nicht, was ich tue. Als es dann das erste Mal wirklich passiert war, wusste ich sofort, ja, ich habe was gemacht, was nicht richtig war. Und es war bei diesem ersten Mal, es war eine riesige Verdammnis da, es war eine riesige Scham da und ich habe mich so hilflos gefühlt, ich habe mich so verlassen auch von Gott gefühlt. Ich war zu dem Zeitpunkt, als ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und ich wusste, es ist Sünde und ich wusste, es ist nicht gut, was du da gemacht hast. Ohne dass ich es wollte, also es war für mich nicht der bewusste Akt, das zu tun. Es ist, ja, keine Ahnung, es ist passiert. Es klingt blöd, aber es war wirklich so. Und es war eine Riesenscham da und es war, ich wäre am liebsten, hätte ich gehabt, dass ein Loch vor mir aufgeht und ich da einfach reinfallen gut ist. Aber dieses Thema, dieses eine Mal hat mich nicht mehr losgelassen. Ja, es war so, dass ich über 20 Jahre lang tief und zum Teil wirklich sehr tief verstrickt war in Pornografie und Selbstbefriedigung. Es hat mich nicht mehr losgelassen. Also seht ihr, dieses eine Mal, ich habe gedacht gehabt, ich schaffe das aus eigener Kraft wirklich aufzuhören und zu sagen, nee, das war einmal und dann was wieder, dann was wieder, dann was wieder, dann was wieder, ich weiß nicht wie viele Male. Es hat weit hinein bis in meine Ehe gereicht. Und ich kann mir nur annähernd vorstellen, was das mit meiner Frau gemacht hat. Zum einen, dass ich sie hintergangen habe. Zum anderen, dass ich viele Dinge einfach auch heimlich gemacht habe, dass ich im Endeffekt immer wieder die Ehe mit ihr gebrochen habe. Ich kann es mir nur annähernd vorstellen, was das in meiner Frau gemacht hat. Und trotzdem, auch das wusste ich ein Stück weit. Ich konnte nicht aufhören. Aus eigener Kraft, ich konnte es nicht beenden. Und ich habe mich all diese Jahre immer nur als Opfer gesehen und habe mir gesagt gehabt, warum ich? Und wenn das vorbei ist, dann kann es ja nur noch aufwärts gehen und dann ist alles gut und ich will das aufhören. Aber ich habe es immer aus eigener Kraft versucht. Ja, und es ging manchmal gut und dann mal wieder nicht gut. Ich habe mich immer nur als Opfer gesehen. Und ich glaube, es war 2013. Es war eine meiner ersten Begegnungen mit Hartwig und ich habe gedacht, ich gehe jetzt dahin zu ihm und er betet mich quasi frei. Er legt mir die Hand auf und dann ist gut. Und dann bin ich frei und so habe ich mir das gedacht. Und stattdessen, also sie haben ein bisschen geredet, aber stattdessen hat er nur einen Satz gesagt. Und er sagte zu mir, du bist nicht Opfer, sondern du bist Täter. Und dieser Satz, der hat mich getroffen wie ein Blitz. Ja? Sodass ich wirklich nahezu zeitgleich frei wurde von diesem ganzen Scheiß. Das habe ich doch gesagt. Das Wort SCH. Von diesem ganzen Müll, ja, dieser Pornografie, dieser Selbstbefriedigung, war dieser eine Satz, den der Hartwig zu mir gesagt hat, oder der Herr zu mir gesagt hat, du bist nicht Opfer, du bist Täter. Und trotzdem bist du, wird dir vergeben. Für das, was du alles gemacht hast, ich vergebe dir. Es mag bei jedem anders sein, ja. Aber bei mir hat dieser eine Satz wirklich mein komplettes Leben, also zumindest was diesen Bereich anbelangt, auf den Kopf gestellt. Und ich, wie gesagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und ich bin dem Herrn so, so, so dankbar dafür, dass ich zumindest in diesem Bereich keine Probleme mehr habe, ja. Ich weiß, es wird immer umkämpft sein und wir Männer, insbesondere wir Männer, aber auch wir Frauen müssen aufpassen, dass wir da, ja gesagt, diese Tür, keine Tür aufmachen für den Feind.
Aber ich kann sagen, dass ich frei bin. Ich habe keinen Zwang mehr, mir diese Dinge anzuschauen. Ich habe keinen Zwang mehr, mich selbst zu befriedigen. Und ich bin so dankbar. Ich bin dem Herrn so dankbar. Deswegen, wen der Sohn frei macht und jeder, wirklich jeder, der frei werden will von irgendeiner Sünde, egal was es ist. Wie gesagt, bei mir war es das. Ja, gesagt, nächster ist es, der homosexuell ist. Nächster ist es, der drogenabhängig ist. Nächster ist es, der alkoholabhängig ist. Es ist egal, welche Sünde. Wer frei werden will, wird frei durch Jesus. Und das ist, ja, eine bessere Botschaft gibt es nicht. Ja. Ich bin dem Herrn so dankbar dafür. Und es ist so heiß, aber es kann, wie gesagt, es kann für jeden Realität werden, der das möchte. Wen der Herr frei macht, der ist wirklich frei. Halleluja. Ich möchte jetzt, das war jetzt ein Punkt, das Thema. Ja, ich nenne es mal sexuelle Unreinheit, Pornografie. Möchte jetzt noch auf einen weiteren Punkt eingehen, weil er mir auch weil mir auch sehr wichtig ist, was das Thema Sexualität in Gottes Ordnung beinhaltet. Und zwar ist es das Thema, ich nenne es mal sexuelle Revolution. Also keine Angst, ich gehe jetzt da nicht auf die wilden 70er ein, wie es immer so schön heißt. Aber die Früchte, die damals gesät wurden, die ernten wir jetzt, beziehungsweise die werden auch unsere Kinder noch ernten. Also da ist viel passiert, was wir jetzt quasi auslöffeln müssen. Ich spreche davon, dass auf dem Gebiet der Sexualität, dass alles erlaubt sein darf, alles erlaubt sein soll. Und insbesondere jetzt unter dem Schlagwort Gender, der jetzt durch die Medien geistert, unter dem Motto der Vielfalt wird so viel gerechtfertigt, dass die Kinder in ihrer Sexualität gestärkt werden sollen. Das Perfide aber daran ist, dass eigentlich genau das Gegenteil erreicht wird. Alles, was da unter dem Deckmantel der sexuellen Freiheit läuft, ist abartig, ja. Weil Sexualerziehung ist auch immer eine Werteerziehung. Und welche Werte werden da vermittelt, meinem Kind oder Kindern an sich vermittelt, wenn es heißt, beim Sex ist alles erlaubt? Ja, was passiert, wenn wir als Eltern oder auch als Gemeinde, ich sagte, ich rede dann immer nur an die Eltern, sondern wir als Gemeinde sind auch für unsere Kinder in der Gemeinde verantwortlich. Was passiert, wenn wir diese Sexualerziehung aus der Hand geben? Wir dürfen das nicht. Wir dürfen sowas nicht aus der Hand geben. Weil der Feind plant solche Aktionen von langer Hand. Ja, von sehr langer Hand. Ich weiß, von Schulbüchern zur sexuellen Aufklärung, in denen quasi halt über Selbstbefriedigung gesprochen wird, über Homosexualität, dass das einfach normal ist, Pornografie, dass das einfach normal ist, dass solche Schulbücher für den Sexualkundeunterricht seit den 80er Jahren, also seit, keine Ahnung, gut 30, 40 Jahre schon in den Schubläden mancher Bundesländer stehen oder liegen. Sowas wird von langer Hand geplant. Und auch von langer Hand geplant waren die WHO-Standards. Wir wissen alle, WHO ist die Weltgesundheitsorganisation. Die hat Standards ausgegeben für eine altersgemäße Sexualaufklärung. Und wenn man das liest, was quasi den Kindern in den verschiedenen Jahren quasi nahegebracht werden soll, egal ob es jetzt in der Kita ist, im Kindergarten ist oder in der Schule ist, man kann wirklich, ja, in den Kopf schütteln, und es fällt einem auch zum Teil durch den Magen um. Da heißt es, also es wird empfohlen quasi für die 0 bis 4-jährigen Kinder, sie zu ermutigen, doch Doktorspiele zu spielen oder auch die frühkindliche Masturbation, also Selbstbefriedigung, zu entdecken. Für die Kinder in der Altersgruppe 4 bis 6 Jahre steht dann quasi auf dem Lehrplan Homosexualität oder auch sexuelle Gefühle wie Lust und Erregung, dass man die quasi hervorholt. Die 6- bis 9-Jährigen sollen sich dann auseinandersetzen mit Empfängnisverhütung und Geschlechtsverkehr. Die 6- bis 9-Jährigen, wohlgemerkt. Die 9- bis 12-Jährigen, da geht es dann um das Thema Gender, also quasi welches Geschlecht will ich denn sein? Lust, Masturbation, Orgasmus. Auch bei den 12- bis 15-Jährigen geht es nochmal um das Thema Geschlechtsidentität und ihre eigene sexuelle Orientierung.
Und ab 15 geht es dann um die Themen transaktionaler Sex, also was quasi Prostitution ist, Pornografie, sexuelle Abhängigkeiten, sexuelles, unterschiedliches Sexualverhalten und so weiter und so fort. Also das wird von der WHO, man muss sich das vorstellen, die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt das quasi in den Kindertagesstätten, in den Schulen und so weiter wirklich zu lernen. Oder zu fördern, in Anführungszeichen, man fördert ja sowas. Dass sowas alles eine Zukunftsmusik ist und vieles von den Punkten, die ich gerade vorgelesen habe, stand übrigens auch im Wahlprogramm unserer Grünen Partei zur Bundestagswahl, wohlgemerkt. Also gesagt, dass vieles dann nicht von der Zukunftsmusik ist, sondern schon gelebt wird, leider. Ich zeige noch ein paar Beispiele aus der Praxis, wo es dann heißt, beziehungsweise ja. In Schottland ist es so, dass seit August 21, also ist noch gar nicht so lange her, hat jedes Kind an schottischen Schulen das Recht, ohne die Einflussnahme oder ohne die Zustimmung der Eltern, seine eigene geschlechtliche Identität zu bestimmen und auch auszuleben. Wird quasi von den schottischen Schulen, die haben dann ein 70-seitiges Pamphlet erlassen, das Bildungsministerium, gefördert. In Nordrhein-Westfalen müssen sich 14-jährige Schüler ein Theaterstück anschauen, in dem sich zwei junge Männer minutenlang küssen, sich gegenseitig die Kleider vom Leib reißen und mit einer eindeutigen Absicht in einem Duschvorhang verschwinden. Also man weiß ganz genau, hier geht es um Homosexualität. Im Biologieunterricht einer 6. Klasse macht der Lehrer Werbung für Masturbation. Ja, und wenn man das vorher gelesen hat, Masturbation, frühkindliche Masturbation geht schon bei 4 bis 0 bis 4 Jahren schon los. 9 bis 12-Jährige sollen wieder ermutigt werden zu Masturbation. Und hier war es 6. Klasse. Die Kids sind 12, glaube ich, ne? 11, 12. In der Hamburger Schule arbeiten Schüler der 9. Klasse, also die sind dann, glaube ich, 16 oder so. In einem Projekt mit dem Buch Make Love von Ann-Marlene Henning, also ich kenne sie jetzt nicht, aber arbeiten da quasi mit und das Buch zeigt halt explizite Fotos von Paaren beim Geschlechtsverkehr in unterschiedlichsten Stellungen. Ja. Viertklässler in Hessen müssen im Sexualkundeunterricht Kondome über Holzpenisse oder Bananen ziehen. 10-jährigen Kindern in Baden-Württemberg wird der Geschlechtsakt in einem Animationsfilm 5 Minuten lang gezeigt und detailliert beschrieben. Und zu guter Letzt gibt ein Flyer anscheinend, der heißt Murat spielt Prinzessin, Alex hat zwei Mütter und Sophie heißt ab sofort Ben. Mit diesem Flyer werden Berliner Kindertagespädagogen angeleitet, die geschlechtliche und die sexuelle Identität der Ein- bis Sechsjährigen zu hinterfragen und sie wirklich dazu ermutigen und zu unterstützen, ihre sexuelle Orientierung zu finden. Das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Wie gesagt, es gibt Beispiele wie Sand am Meer, was das anbelangt. Also ja, diese Beispiele zeigen einfach, dass der Feind versucht, alles, aber auch alles zu zerstören, was Gott geschaffen hat. Das Schöne, was Gott wirklich in den Bereich der Sexualität hineingelegt hat und auch dass der Herr wirklich jedem Menschen eine eindeutige sexuelle Identität gegeben hat. Eine geschlechtliche Identität gegeben hat. Er hat sie als Mann und als Frau geschaffen. Er hat sie nicht als, keine Ahnung, irgendwas geschaffen, sondern als Mann und als Frau. Und doch schafft der Feind es wirklich, alles zu drehen, zu pervertieren, schlecht zu machen. Ja? Auch, dass zum Beispiel Gott die Ehe geschaffen hat, für Mann und für Frau. Die Ehe geschaffen hat für Mann und für Frau. Nicht für Frau und Frau, nicht für Mann und Mann, nicht für sonst irgendwas, sondern für Mann und für Frau. All das versucht der Feind zu demontieren und zu vernichten. Ja. Aber das muss und es darf uns auch keine Angst machen, denn es steht im Wort, dass die Zeiten eh immer schlimmer werden. Ja, wir wissen es ja im Endeffekt schon. Ja, und es kommen noch schlimmere Zeiten und dazu gehört eben auch noch schlimmere Perversion der Sexualität. Und wir müssen wachsam sein, ja? Wir müssen wachsam sein, wie in jedem anderen Bereich auch. Aber wir brauchen keine Angst haben vor diesem Tsunami, ja?
Denn der, welcher in uns ist, ja, er ist stärker als der in der Welt ist. Und Jesus, er hat den Feind ein für alle Mal besiegt. Auch wenn er laut brüllt und wenn seine Methoden eklig sind und geradezu widerlich, ja, wir haben den Sieg in Jesus. Und das ist das, worauf wir uns gründen dürfen. Und das ist das, was, ja, was unsere Gewissheit ist. Wir haben den Sieg in Jesus. Deswegen ist es unsere Aufgabe, überall, wo wir sind, für die Wahrheit einzustehen. Egal, ob das auf dem Gebiet der Sexualität ist oder auf anderen Gebieten. Wir müssen und wir dürfen für die Wahrheit einstehen. Und ich glaube auch in dem immer größeren Chaos und immer, ja, es wird immer abstruser und immer schlimmer, brauchen die Menschen Halt und Stabilität. Ich glaube, die suchen danach, ich glaube, die lechzen danach. Und diesen Halt, den kann ihnen wirklich nur Gott, der Vater und der Sohn Jesus Christus geben. Ja, auch so wie es in Psalm 91 steht, wo wir auch schon viel drüber gehört haben. Aber ich möchte einfach nochmal ein paar Verse einfach vorlesen. Da heißt es, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht. Also wir brauchen uns nicht zu fürchten vor irgendwelchen sexuellen Tsunamis. Ja? Wir brauchen uns nicht zu fürchten vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt oder bei der Pest, die im Finstern schleicht. Wir brauchen uns nicht zu fürchten vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ruft er mich an, also wenn wir den Herrn anrufen, so will ich ihn erhören. Und ich bin bei ihm in der Not und ich will ihn befreien und ihn zu Ehren bringen. Das ist das, was uns zugesagt ist. Und das ist jedem Menschen, der den Herrn angenommen hat, wirklich, das ist das, was der Herr jedem zusagt. Ja. Diesen Halt und diese Stabilität sagt der Herr jedem zu, der mit ihm geht. Ja. Jesus ist gekommen, die Werke des Feindes wirklich zu zerstören. Und gleichzeitig aber den Menschen wirklich die Liebe, die Barmherzigkeit und die Gnade des Vaters wirklich nahe zu bringen. Und wir als Gläubige, wir als Gemeinde, wir sind hier seine ausführenden Organe auf dieser Erde. Und darum lasst uns wirklich in Liebe, aber wirklich auch in Klarheit Dinge ansprechen, welche eben nicht der Ordnung Gottes entsprechen. Es ist unser Recht und unsere Kinder, und eben nicht nur als Eltern, sondern unsere Kinder wirklich zu schützen. Ja? Wenn wir merken, dass im Kindergarten, in der Schule oder sonst irgendwo Dinge gemacht werden, die dem Wort Gottes widersprechen, dann müssen wir das ansprechen und die Dinge beim Namen nennen. Denn wir sind verpflichtet, dem Herrn wirklich mehr zu gehorchen als den Menschen. Also lasst uns da wirklich unsere Glieder zu Werkzeugen der Gerechtigkeit machen. Ja? Und ja, nochmal zusammengefasst, so auf dem Weg, auf dem Gebiet der Sexualität ist es eigentlich relativ einfach, das nochmal zusammenzufassen, diese Ordnung Gottes. Gott hat den Menschen erschaffen als Mann und als Frau. Das heißt nicht, der Mensch sucht sich seine geschlechtliche Identität aus, der Herr hat sie ihm gegeben. Der Herr hat Mann und Frau füreinander bestimmt und nichts und niemanden sonst. Und die Sexualität ist für den geschützten Bereich der Ehe zwischen Mann und Frau gedacht und sonst nicht. Ja. Letztendlich ist das die Zusammenfassung, das Resümee von Sexualität in Gottes Ordnung. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Eigentlich hätte man diese Predigt in drei Sätzen schreiben können. Das ist es. Das ist die Ordnung Gottes für Sexualität. Der Mensch geschaffen als Mann und Frau. Der Mann und Frau füreinander bestimmt. Und die Sexualität ist ein geschützter Akt oder ein geschützter Bereich innerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau. Das ist es. Das sind die Ordnungen Gottes. Und alles, was sich gegen diese Erkenntnis erhebt, alles, was versucht, das zu pervertieren, alles, was versucht, das ja, zu vernichten und kaputt zu machen und zu zerstören, alles das nehmen wir gefangen zum Gehorsam gegen Jesus Christus. Amen.